Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zur vierten Folge von White Girls! Woo! Ja, in dieser Folge erwartet uns richtig viel Stress und Streit und Missverständnisse und einfach nur alles, wie zum Beispiel am Ende der Folge sowas hier. Mit ihr bin ich auch nicht ganz hundertprozentig klargekommen, obwohl wir ein ganz unwahrscheinliches Geheimnis haben. Ich hab dir das im Vertrauen gesagt. Alter, ich spinne, ey. Ja, Barbara und Jordan keifen sich einander an bei der Nominierung. Ich freue mich schon drauf und generell wird es ein richtig guter Tag. Die Frauen kommen von ihren was weg und sind auf sich allein gestellt und ich glaube, wir fangen einfach direkt mal an. Ja, wir wollten uns verabschieden von euch. Ich weiß, ihr versteht kein Wort, aber ich versuche es jetzt erstmal auf Deutsch zu machen, weil ich spreche auch für die Mädels. Ja, Leute, Senna haut jetzt erstmal eine Rede auf Deutsch raus, was die Himbas nicht verstehen. Sie können es zwar selber, aber scheiß drauf, ich rede jetzt trotzdem. Und die Himbas stehen natürlich dann so da, okay, sie sagt jetzt irgendwas und dann sind sie weg. Gute Frau, gute Frau. Ja. Zum nächsten Ort, wo die Frauen dann alleine leben werden, müssen sie natürlich mit einer Challenge hin, weil wenn sie verreisen, dann mit einer Challenge, anders geht es natürlich nicht, weil irgendwie muss man die Zeit rumkriegen. Und diese Challenge hat etwas ganz Tolles mitgebracht. Ihr bekommt einen Freund an die Hand, und zwar einen Esel. Wow. Wow, ein Esel. Ja, die Frauen müssen jetzt in Zweiergruppen mit dem Esel, eine reitet, eine zieht den Esel oder drückt den Esel, whatever, müssen sie einen Berg erklimmen und wer als erstes dort oben angekommen ist, hat gewonnen und eine tolle Belohnung. Yay! Wir haben voll den Scheißesel, Mann, der bewegt sich kein Stück. Boah, voll dieser Scheißesel, die sich kein Stück bewegen. Ja, Sarah, Esel sind leider leicht störrische Tiere, glaube ich, hat man schon mal irgendwo gehört, sie jetzt vielleicht nicht, aber allgemein, ne? Deswegen hat man Esel genommen und keine Pferde. Aber hey, ist ja egal. Boah, eine Reiterin, ob Western, Dressur, das habe ich alles drauf. Bring the action. Oh ja, die Miriam hat alles drauf. Habt ihr gesehen, wie toll sie es drauf hat, einen Esel zu besteigen? Sie ist eine wahre Künstlerin, was das Reiten angeht. Ja. Ja, das Reiten auf einem Esel bringt natürlich auch irgendwelche Probleme mit sich und Jordan kann uns da genaueres zu mitteilen. Vor allem in der Arschritze, in der Po-Ritze. Also es war schon so auf Dauer, würde ich das jetzt, glaube ich, nicht so machen wollen. Ja, es ging noch um das Reiten auf einem Esel, oder? Oder? Bitte, ja, oder? Naja, insgesamt ist der ganze Challenge jetzt doch nicht so spannend gewesen und es ging einfach nur voran. Und am ehesten kommen dann Sophia und Jordan auch schon oben auf den Berg an. Sie gleich gemeinsam rausreißen, dann habt ihr gewonnen. Sophia und Jordan, was, wir müssen zusammen die Pfanne rausreißen? Sophia, scheiß drauf, ich mach das alleine. Gewonnen! Okay, okay, why not, why not, why not? Zweite Sieger, oder wie man in Fachkreisen auch sagt, erste Verlierer. Ja, schade an Sarah und Miriam, aber Mensch. Die Reiterkönigin hat es wohl doch nicht geschafft. Hey, boah, tut meine Mumu weh! Sprach die geübte Reiterin. Wir stehen schon, ja. Wir machen mal ganz gemütlich, ne? Mit unserem neuen Freund. Ja, Conchita, machen wir ganz gemütlich, ne? Ist auch irgendwie, dann wäre meine Einstellung gewesen. Was, wir sollen ganz schnell mit so einem Esel hier den Berg hoch? Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich mach chillig. Mir ist die Belohnung egal. Mir ist sowieso, ich hätte gar keinen Bock, mich da heute für anzustrengen. Vor allem, da ja anscheinend sowieso die Starken rausgewählt werden. Also, wenn du eine Challenge gewinnst, sagen alle so, okay, ciao mit dir, wir hassen dich. Die ganze Sendung gewinnen, wir will ja nichts tun. Conchita, die richtige Einstellung. Oh ja. Für mich war es halt wichtig, dass es dem Tier gut geht. Und wenn wir ihn zu sehr hetzen und auch noch bei der Hitze, dann leidet es sehr. Und da dachte ich, okay, dann verzichten wir diesmal einfach auf den Sieg, aber Hauptsache dem Tier geht's gut. Kommt es jetzt irgendwie nur mir so vor? Da wirkt Jinjin so, ah ja, wir hätten eh verloren, wir hätten keine Chance, wir sind Loser. Wir wollten noch nicht gewinnen, damit es dem Tier gut geht. War das nicht bei der Ziegen-Challenge schon so, dass sie auch scheiß auf die Tiere drauf? Ich mach das jetzt einfach, aber beim Esel, da wollen wir nicht, dass der leidet. Ja, klar. Jetzt seid ihr alle hier, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein Siegerteam, Jordan und Sophia. Ihr habt euch Mühe gegeben. Ja, Jordan und Sophia, ihr habt euch Mühe gegeben. Die anderen waren einfach faul wie Scheiße. Ihr habt euch keine Mühe gegeben. Das schwingt irgendwie immer ein bisschen unterschwellig mit, wenn man Leute lobt, oder? Dass die anderen scheiße sind. Oder bin ich da? Nee, das schwingt einfach mit. Oder? Ja. Ja, da die Frauen jetzt auf sich gestellt sind, müssen sie natürlich eine Teamchefin wählen. Und da gab es für die sofort nur die Auswahl zwischen Conchita, Barbara und Senna. Warum Barbara Teamchefin werden sollte, das weiß ich jetzt nicht genau. Es wurde Conchita, aber Jordan hatte auch, glaube ich, eine gleiche Meinung wie ich zu Barbara. Barbara, die ist zwar nett, aber die ist in meinen Augen ein bisschen zu verstrahlt im Kopf. Also manche Dinge checkt sie auch nicht mehr so richtig. Und wenn ich jetzt gerade diese Erklärung höre, könnte man mit dem Blick auf Politik auch sehen, hey, verstrahlt, checkt nicht mehr so alles, ist ein bisschen drüber, ist ein bisschen dumm. Die wäre eigentlich auch eine gute Teamchefin geworden, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Passt bei uns im Land ja auch. Wow, mein Gott, ich wurde leicht politisch. Lass
wir das. Ich weiß nicht, mir ein bisschen mulmig ist mir schon. Mit den Himbas waren wir ja doch noch ein bisschen geschützt, ne? Ja. Da konnte man sich noch darauf verlassen, dass die dann auch wissen, was zu tun ist, wenn denn was passiert. Und jetzt habt ihr euch gedacht, ja, lassen wir die Weiber mal alleine. Mal sehen, wer morgen noch lebt. Ja, Conchita hat anscheinend ein sehr großes Urvertrauen in die Produktion. Ja, mal gucken, wer morgen noch lebt. Vielleicht ist irgendjemand tot, vielleicht haben wir auch irgendjemanden erschlagen, weil der oder die Person ist, sind nur Frauen. Wow, Marc! Ja, vielleicht haben wir morgen jemanden getötet, weil die Person sterben musste, weil sie nervt. Miriam. Und naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, es geht auch direkt schon weiter. Und zwar hat Miriam ein Anliegen und möchte das gerne der ganzen Gruppe vortragen. Und Conchita trommelt alle zusammen. Mädels, kommt ihr mal raus? Ja. Das wäre ganz bezaubernd von euch. Wow, stopp! Also, ich wusste ja, dass Sophia Wollersheim große, das sind ja Fußbälle, hat. Also das sahen wir ja schon immer, aber dass sie so riesig sind, dass das Oberteil bald aufplatzen müsste, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich bin leicht verstört. Bin ich der Einzige, dem das jetzt in die Augen gesprungen? Das kann jedem nur in die Augen gesprungen sein. Das Bild war damit erfüllt. Krass. Also, Jinjin. Ja? Ich würde mir gern wünschen, vom Herzen, dass du dich bei der Senna entschuldigst. Wow, wofür? Fragt ihr euch sicher? Nein, fragt ihr euch nicht. Es ist immer noch diese scheiß Ziegengeschichte aus Folge 2. Wegen diesem Streit. We know all of it. Ne, bla bla bla. Das Einzige, was mich jetzt gerade stört. Mehrere Sachen, die mich gerade stört. Alles, was mich daran stört. Miriam war nicht dabei. Miriam war nicht bei diesem Streit dabei. Meinte aber so, ja, du musst dich entschuldigen. Ich habe davon gehört. Ich bin Miriam. Ich habe davon gehört, jetzt mische ich mich auch mal hier ein, das ist wichtig. Und warum muss man sowas vor der Gruppe klären? Also, das ist ein Streit zwischen Senna und Jinjin anscheinend. Warum muss sie sich einmischen und das vor der Gruppe klären? Ich hasse Miriam. Punkt. Dass ich mir es wünschen würde, weil wir jetzt an einem neuen Ort sind, neue Chancen haben und wir sind alles junge Mädels, ey. Junge Mädels, ey? Hat sie Barbara vergessen? Steht Barbara daneben so, yeah, that's right! Okay, gut. Ja, Jinjin hat sich dann schlussendlich nicht entschuldigt und Miriam hat dazu auch ganz klare Gedanken. Weil es war einfach eine ganz faire Chance, vor allen Ohren, vor allen Augen, das endgültig zu klären. Sie hätte sich verdammt nochmal dafür entschuldigen sollen. Ja, wir erinnern uns alle noch an Folge 2, wo Jinjin bei der Nominierung stand, wo alle dabei waren. Jeder, ja, außer Miriam, aber alle anderen waren dabei. Hey, es tut mir leid, fehlt Kommunikation, wir haben uns vielleicht missverstanden oder ist irgendwas schiefgelaufen. Es wäre schön, wenn wir nochmal neu anfangen hätten. Alles gut, Love, Herzen, bla bla bla. Voll viel von sich aus, ohne dass da irgendwie noch ein Streit war. Sie wollte das klären, auch, ne? Okay. Und das ist vollkommen ignoriert worden und Jinjin ist wieder scheiße und hätte sich nie entschuldigt. Und Senna steht da immer nur so. Alter. Hoffentlich fliegen die alle bald raus. Du hast trotzdem dieses Tier, das unheimlich gelitten hat, hast du noch verbissen in der Hand, weil du gewinnen wolltest. Ja, Jinjin, du hattest so ein Tier verbissen in der Hand, weil du gewinnen wolltest. Wir erinnern uns, wie Barbara mit Tieren umgegangen ist. Oh ja, wäre doch nur jeder so zart wie Barbara. Naja, dieser ganze Streit war dann wieder zu Ende, also niemand hat sich entschuldigt, alle haben sich weiter ausgelacht und überheblich geguckt und whatever. Ist ja auch okay. Ja, es kam dann schlussendlich zu einer neuen Challenge, wo die Frauen in Fünferteams aufgeteilt wurden und man musste Frauen vom gegnerischen Team von einem Pfahl loszerren und über eine Linie drüber ziehen und ja, Miriam war da schon ein Brecher und hat richtig Kontra gegeben. Ey, aber nicht mal Extensions rausziehen! Ja, zieh die Extensions raus! On the bitch, die sind eh billig, zieh sie raus! Ja, wenn Frauen kämpfen, dann ist alles egal. Selbst die Extensions, da wird keine Rücksicht mehr genommen. Gibst du auf? Hey, weißt du, wie dick sie ist? Oh mein Gott! Gibst du auf, Senna? Weißt du, wie dick sie ist? Wow, eben noch Love mit Senna und Miriam und einem Team gegen Jinjin. Und nun hat sich das auch wieder geklärt. Okay, alles klar. Nein, ich habe nur gemeint, du bist zu schwer. Nicht, du bist zu dick, das ist eine andere Story. Ja, ach ja, sie ist nur zu schwer. Senna hat nie gesagt, sie ist zu dick, wie vor 20 Sekunden im Clip zu sehen. Das ist eine andere Story. Wie alles immer bei Senna eine andere Story ist, sobald sie irgendwie was falsch gemacht haben könnte. Okay. Naja, schlussendlich haben irgendwie Conchita und Jinjin und Miriam und Sarah und noch irgendjemand, ist ja auch egal, gewonnen. Und demnach stehen auch nur 5 Leute auf der Abschlussliste. Aber jetzt kommen wir zu anderen Problemen. Die Frauen sollen erstmal Feuer machen. Wer hat einen Feuerstein? Ich hab eine Lupe, ich hab Feuer. Hier ist Schatten. Das ist eine Lupe? Das wäre auch meine Frage. So, Sarah, warum hast du eine Lupe mit nach Afrika genommen? Wusste sie, dass sie mit der Lupe Feuer machen kann und muss und okay, Sarah, okay. Manche versuchen das dann natürlich mit verschiedenen Taktiken. Sarah hat ihre Lupe, andere haben ein bisschen trockenes Holz und versuchen das ineinander zu reiben und so weiter und so fort.
Und wieder andere suchen nach anderen Lösungen zum Feuermachen. Wie kriegt man denn noch Feuer? Wir brauchen einen Drachen, brauchen wir. Da gibt es ja Drachen, nein, gell? Überraschenderweise, Ingrid, gibt es in Afrika keine Drachen. Es gibt auch irgendwie nirgendwo auf der Welt Drachen. Vielleicht in deiner Fantasie. Es tut mir leid. Doch, nachdem 2-3 Stunden lang versucht wurde, Feuer zu machen, hat dann doch jemand die zündende Idee und ihr werdet nicht drauf kommen, wer. Das halte ich einfach im Schildfeuerzeug. Ich liebe Barbara dafür. Wir haben wirklich stundenlang versucht, ein Feuer zu machen und Barbara gedacht so, wie wär's mit dem Feuerzeug? Können wir doch mal nehmen, oder? Was ist das für eine Idee? Kommt mir gerade erst in den Sinn. Ich weiß, ist crazy, aber könnte klappen. Gibt uns ein Feuerzeug, nachdem wir 2-3 Stunden versucht haben, Feuer zu machen. Und Jordan direkt wieder, ne? Ich weiß, warum ich die nicht als Teamchefin wollte. Die ist einfach verstrahlt. Naja, die Folge ist immer noch nicht vorbei, bevor es zur Nominierung kommt. Ist nämlich noch was gewesen und Senna hat Ingrid mitgeteilt. Hey, ich möchte die Sarah nominieren, weil Gründe, warum auch immer. Und Ingrid hat sich so gedacht, hey, es gibt nur eins, was ich jetzt tun kann. Ich geh mal zu Sarah und erzähl's ihr. Naja, und Senna ist dann natürlich nicht ganz so begeistert gewesen. Dann hast du einen ganz kleinen Charakter. Tut mir leid, hab ich nicht. Für mich hast du einen kleinen Charakter. Na, für Senna hast du jetzt einen kleinen Charakter eingeriet. Und das Tolle ist, Senna musste das natürlich auch wieder vor allen Leuten erzählen. Also Streit mit Jinjin, Streit mit Ingrid, Streit vor allen, Senna. Das ist natürlich sehr clever, bevor die Nominierung losgeht. Yay! Ja, jetzt kommen wir zur Nominierung. Einige Leute haben schon Senna nominiert, weil es können ja eh nur 5 Leute nominiert werden. Und Senna hat es leider da ein bisschen schon erwischt, weil die anderen Hater alle in der Safe Zone sind, whatever. Und jetzt kommen wir zu Barbara. Prozentig klargekommen, obwohl wir ein ganz unwahrscheinliches Geheimnis haben. Auf der ganzen Welt, was es wirklich so, so selten gibt. Wir haben auf demselben Platz, darf ich das sagen? Nein, bitte nicht. Aber wir kennen uns aus Orange County. Wir haben auf demselben Platz, darf ich es sagen? Bitte, das ist mir unangenehm, sprich nicht hier darüber, das habe ich dir im Vertrauen mitgeteilt. Nein. Barbara, scheiß drauf, ich erzähl's mal trotzdem, wir kennen uns daher. Wow, Barbara hat echt ein Taktgefühl. Ich hätte mich von Barbara so ferngehalten an Jordan Stelle. Ja, aber ich habe ja gesagt, was du da gemacht hast. Ich kann ja sagen, was ich da... Ja, also ganz ehrlich, ich habe dich nicht ohne Grund gewählt. Ich fand das einfach total schön, weil die Welt ist so groß, wenn man sich auf einem, aus einem kleinen... Alter, ich glaub, Spinne, ey. Und Barbara muss doch merken, wie unangenehm das Thema und diese ganze Situation ist und sie... Nee, das möchte ich jetzt noch loswerden hier. Ich erzähl mal weiter, ne? Wow. Also ich habe auch sie gewählt. Bingo. Ja, danke für diesen Schlusssatz noch. Barbara hat Jordan genommen. Aber es stehen trotzdem schon 4 Stimmen gegen Senna. Und die letzte Stimme kommt von einer alten Freundin. Und da mir die Wahl extrem schwer fiel, habe ich da einfach gedacht, dann gebe ich doch einfach das zurück, was man mir gegeben hat. Und eine weitere Stimme gegen Senna. Und Senna ist ausgeschieden. Ja, und das war's auch dann mit der Folge von Wild Girls, Folge 4, whatever, keine Ahnung, mir egal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir unten in die Kommentare, wer euch langsam echt am meisten abfuckt, ey, zu Barbara, Miriam. Ich hasse beide. Eine ist verstrahlt, eine ist seltsam, eine ist dumm. Obwohl, da sind einige... Egal, lassen wir das. Und ansonsten, wenn ich euch gefallen habe, könnt ihr mir gerne hier ein Abo da lassen. Und ansonsten da und da. Ja, nur die beiden weitere Videos von mir ansehen. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.